Ich zeige euch heute die Montage und Konnektierung von unserem AIRSPY. Einmal installiert, gibt euch der AIRSPY Rückmeldung über euren aktuellen Luftdruck im Reifen. Ihr könnt ihn entweder mit der SKS MYBIKE App auslesen oder mit einem anderen kompatiblen Fahrradcomputer. Der AIRSPY kommt immer als Set und ihn gibt es entweder für SV oder für AV. Ich habe hier das AIRSPY Set für Sclavron-Ventile. Im Set enthalten sind natürlich die beiden AIRSPY-Sensoren inklusive Batterie, verschiedene Diebstahlbügel für den Abstand von Sensor zum Speicher und natürlich die Montageanleitung. Die Vorbereitung des AIRSPY ist in wenigen Schritten getan. Ihr löst die Befestigungsmutter und drückt vorsichtig den Ventiladapter heraus, sodass ihr dann drei Teile vor euch liegen habt. Die Vorbereitung von Reifen und Ventil ist denkbar einfach. Ihr dreht das Ventil komplett auf und entlasst die Luft weitestgehend aus dem Reifen. Dann nehmt ihr den Ventiladapter von dem AIRSPY und dreht ihn, soweit es geht, ohne Werkzeug auf euer Ventil auf. Nun kommt der Sensor. Am besten notiert ihr euch im Vorfeld die Seriennummer. Wie ihr die Batterie aktiviert, zeige ich euch später noch. Ein kleines Plastikstück verhindert die Aktivierung aktuell noch. Ihr steckt den Sensor nun bis zum spürbaren Einrasten auf den Ventiladapter. Die Ausrichtung, wenn der Reifen unten ist, erfolgt in Fahrtrichtung. Dann sucht ihr euch den passenden Diebstahlbügel. Dafür nehmt ihr den Abstand zwischen Ventiladapter und Speiche als Referenz. Ihr steckt den Diebstahlbügel auf den Ventiladapter bzw. auf den Sensor und dreht dann die Befestigungsmutter auch ohne Werkzeug fest. Das Ventil des AIRSPY funktioniert genauso wie jedes andere Sclavron-Ventil. Ihr steckt also die Pumpe auf und könnt wie gewohnt pumpen. Zum Aktivieren der Batterie oder zum Batteriewechsel nehmt ihr am besten ein kleines Geldstück und dreht die Kappe nach links auf. Wenn ihr die Kappe wieder verschließen wollt, dienen euch kleine Punkte als Orientierung, damit ihr auch die Einrastung findet. Nun zeige ich euch noch, wie ihr die SKS MYBIKE App einrichtet. Ihr aktiviert den Standort und Bluetooth, öffnet die App und drückt dann auf das Funktionsfeld AIRSPY. Anschließend drückt ihr den Einstellungsbutton. Bei der allerersten Konnektierung erklärt euch auch die App, wie das Konnektieren funktioniert. In der nun folgenden Ansicht klickt ihr auf Verbinden und euer Bluetooth sucht alle verfügbaren AIRSPY, die ihr dann in eurem Profil speichert. Ihr könnt nun dem Profil an sich und auch dem Sensor einen Namen geben. Ich mache diesmal AIRSPY Tutorial. Nutzt am besten auch den Reifendruckkalkulator, um für dich, dein Bike, dein Reifen und dein Terrain den passenden Reifendruck auszurechnen. Spielt ein bisschen herum und ihr seht, wie sich die Werte verändern. Ihr könnt dann dies auch in eurem Profil speichern und habt die Werte immer parat. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Die App nimmt für euch immer einen Ist-Soll-Vergleich vor. Ist der Reifen grün, befindet sich der Luftdruck im idealen Bereich. Wenn der Reifen orange ist, liegt eine Abweichung ab 15% vor, bei Rot eine Abweichung ab 25% vom idealen Wert. Dies ist möglicherweise ein Indiz für einen schleichenden Platten. Ihr solltet nun euren Reifen kontrollieren. Der AIRSPY bzw. die App zeigt euch nun den aktuellen Reifendruck an. Dies natürlich auch beim Pumpen. Probiert es mal aus!